Fraktion spricht als nächster der Kollege Ulrich Singer. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, heute beraten wir über den Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein bayerisches Teilhabegesetz II. Als der erste Teil in diesem Haus verabschiedet wurde, war die AfD hier noch nicht vertreten, sonst hätte ich Ihnen schon damals gesagt, dass gut gemeint nicht immer auch unbedingt dann auch gut gemacht bedeutet. Mit dem bayerischen Teilhabegesetz II wird angeblich ein Maßnahmenbündel umgesetzt, das, und ich zitiere aus der heutigen Drucksache, insgesamt die Lebens- und Beteiligung Situation von Menschen mit Behinderung verbessert und im Bereich der Eingliederungshilfe für Erleichterungen sowohl für Leistungserbringer als auch für Kostenträger sorgt und ihre Interessen wahrt. Oder wie die Frau Ministerin Schreyer es ausgedrückt hat, eben dieser Wandel, der gewünscht ist vom Klienten hin zum Kunden. Und das, was sich hier im ersten Moment wirklich richtig und gut anhört, kann mich allerdings als Betreuer und auch viele meiner Kollegen, die viele Jahre Erfahrung haben mit Menschen mit Behinderung, in der Realität und in der Umsetzung leider nicht überzeugen. Die Finanzierung der Eingliederungshilfe soll durch die Teilhabegesetze neu geregelt werden. Personenzentrierte Fachleistung und individuelle Grundsicherung werden künftig voneinander getrennt. Massive Änderungen ergeben sich dabei vor allem im Bereich der vollstationären Wohnformen. Und dabei schreibt die Staatsregierung, dass die Leistungen künftig aus einer Hand erbracht und zeitintensive Zuständigkeitskonflikte vermieden werden. Ja, liebe Kollegen, da fragt man sich doch, warum all diese aufwendigen Maßnahmen überhaupt gemacht werden, weil es soll ja eine Situation herbeigeführt werden, die im Wesentlichen dem entspricht, die momentan bereits existiert. Denn bis zum 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe ja ohnehin noch Teil der Sozialhilfe. Und das bedeutet, dass die Leistungen derzeit eben tatsächlich und nicht in Anführungszeichen oder in Klammern wie aus einer Hand kommen und an die Trägereinrichtungen ausbezahlt werden. Ab dem 01.01.2020 werden die Fachleistungen und die existenzsichernden Leistungen getrennt. Sie werden zwar weiterhin durch die Bezirke übernommen, sind dann aber mit einem sehr, sehr enormen bürokratischen Aufwand separat zu ermitteln. Der Leistungsempfänger bzw. dessen Betreuer muss neue Verträge mit den Trägereinrichtungen abschließen und ich kenne keinen Betreuer und bisher auch keine Einrichtung, die sich über den damit verbundenen zusätzlichen Aufwand freut. So viel zum Thema weniger Bürokratie. Der Leistungsempfänger muss spätestens jetzt ein eigenes kostenpflichtiges Bankkonto anlegen. Manche haben sogar jetzt noch kostenlose Konten im Heim, die vom Heim geführt werden, aber auch davon muss man sich wohl verabschieden in Zukunft und er wird dann, der Leistungsempfänger, die Wohn- und Versorgungskosten von seinem Konto selbst überweisen müssen, es sei denn, man unterschreibt eine Vereinbarung, wonach der Leistungsträger dann doch wieder mit dem Bezirk abrechnen kann. Schauen Sie, liebe Kollegen, und in der Praxis schaut es eben genauso aus, dass viele, und ich gehe davon aus, mit Sicherheit wohl auch die meisten Leistungsempfänger mit dem bisherigen System sehr zufrieden waren und daher werden auch ganz viele eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben und sich nur noch den Restbetrag der Grundsicherung als Taschengeld aufs eigene Konto überweisen lassen. Im Ergebnis wird also in fast allen Fällen alles beim Alten bleiben, nur der bürokratische Aufwand erhöht sich. Leider fehlt mir jetzt hier die Zeit, alle Probleme der Teilhabegesetze anzusprechen, aber eins kann ich Ihnen ganz gewiss sagen, es ist hier kein großer Wurf, sondern es ist ein Bürokratiemonster, das geschaffen wird, das den Menschen mit Behinderungen, und um die geht es ja wirklich, ja, denen wird es nicht besonders dienlich sein. Machen Sie doch endlich eine Politik, die bei den Menschen mit Behinderungen auch ankommt. Für die SPD-Fraktion spricht als nächstes die Kollegin Ruth Waldmann. Vielen Dank.